Willkommen auf der schönen Insel Öland. In diesem zweiten Video nehmen wir euch mit zu den schönsten Orten der Insel. Wir erkunden die einzigartige Landschaft des Alvaret, tauchen ein in die königliche Atmosphäre von Schloss Soliden, sehen die Südspitze der Insel und entdecken mystische Steinsetzungen. Öland hat eine unglaubliche Vielfalt zu bieten. Lasst uns gemeinsam diese faszinierende Insel erkunden. Unser erster Halt ist das Alvaret, eine der außergewöhnlichsten Landschaften Schwedens und ist bekannt für ihre karge, fast unwirkliche Erscheinung. Wir befinden uns hier in der Stora Alvaret. Ja. Das ist eine ganz große Karstlandschaft. Die größte naturbelassene Karstlandschaft Europas und im Jahr 2000 hat die UNESCO es zum Welt, nicht Kulturerbe, sondern Welterbe erklärt. Und seitdem darf sie nicht mehr verändert werden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es ist so ein bisschen wie eine Alm, obwohl es hier flach ist, aber die Bauern treiben im Sommerhalbjahr ihr Vieh hierauf, auf diese große Steppenfläche. Naja, und wir befinden uns jetzt hier gerade, da haben sie einen Plattenweg angelegt, ja, und einen Aussichtspunkt praktisch. Genau. Und ja, dass man mal ein bisschen mehr reinkommt und es ist wunderbar hier. Wunderschön, wir haben schon jede Menge Vogelbeobachtungen gemacht und es ist eine ganz tolle Ecke. Jetzt zur Zeit scheinen sie wohl Junge zu führen, dementsprechend, also wir sind nicht vom Weg abgegangen, alarmieren und, sie halt, nein, aber wenn nein, man sich nein. dann hier ganz ruhig hinsetzt, dann wird es ruhig. Die kollabieren hier fast alle, wenn wir uns ruhig hinsetzen, erst recht. Ja, aber wären wir anders? Nein, wir wären nicht anders. Und deswegen als ganz großen Tipp natürlich noch, wenn ihr hierher kommt nach Schweden und dann speziell auf die Insel Öland und nicht nur hier, einfach mal vielleicht auch ein Fernglas mitnehmen. Ja, unbedingt, ja. Da zum Beispiel haben wir einen Goldringpfeifer gesehen. Ja, ne? Bekassin. Bekassin sieht man. Schaut weiter zu, wir zeigen euch eine ganze Menge über diese wirklich wunderschöne Insel Öland. Bleibt dran. Die liegt an der, um es nochmal zu erklären, an der Ostküste Schwedens in der Ostsee quasi. Ja. Das Alvaret hat eine reiche Geschichte und war lange Zeit eine Herausforderung für die landwirtschaftliche Nutzung. Aufgrund der dünnen Erdschicht und des geringen Niederschlags ist das Gebiet windig und niederschlagsarm. Trotz dieser harschen Bedingungen hat sich hier eine faszinierende Pflanzenwelt entwickelt, die von seltenen Orchideen bis hin zu robusten Pflanzen reicht. Und wenn ihr die Alvaret besucht, dann solltet ihr genau hinschauen, denn viele dieser Pflanzen, die hier vorkommen, sind winzig klein. Aber ihr könnt überall Entdeckungen machen. Und für die Insektenfreunde und Vogelfreunde ist die ganze Alvaret sowieso ein ganz, ganz interessantes Gebiet. Hier kann man unheimlich viel entdecken. Auf jeden Fall auch das Fernglas nicht vergessen. Auf Öland fällt generell übers Jahr gesehen nur sehr wenig Niederschlag. Es gibt sehr wenig Wasser auf dieser Insel. Wasser ist knapp, deswegen sollte jeder, der hierher kommt und hier lebt, sorgfältig mit Wasser umgehen. Und für die Pflanzen, die hier leben, da bedeutet das, dass sie wirklich mit wenig Wasser zurechtkommen müssen. Und für Privatleute gibt es übrigens auch ein Bewässerungsverbot hier im Sommerhalbjahr.
Wir machen zwei nicht allzu lange Wanderungen über das Alvaret, um die Stimmung in dieser wunderschönen Landschaft in uns aufzunehmen und die absolute Ruhe dort zu genießen. Und ab und zu muss man entweder Zäune überwinden oder Mauern. Das Alvaret steht unter besonderem Schutz, da es als Teil des UNESCO-Welterbes Südliches Öland einen einzigartigen Lebensraum darstellt. Die Blumenvielfalt ist schon faszinierend. Für Wanderer bietet das Alvaret eine unvergleichliche Erfahrung. Die Weite und Stille dieser kargen Landschaft ist beeindruckend. So viele verschiedene Sorten Blumen, es ist unfassbar. Und wir haben zur Bestimmung der Pflanzen eine wunderbare App benutzt. Die heißt nämlich Flora Incognita. Müsst ihr mal schauen, ob ihr die vielleicht auch mal runterladet. Ich glaube, die kostet noch nicht mal was. Nee. Die ist kostenlos und wirklich toll. Und trotzdem sind aber alle Namen, die wir jetzt unter die Pflanzen geschrieben haben, unter Ausschluss der Gewähr. Aber wir glauben schon, dass die Pflanzen gut und sicher bestimmt worden sind. Und Wegweiser sind hin und wieder aufgestellt und auch sehr, sehr viele Steinmandeln. Also ein ganz faszinierender Lebensraum. Mit sehr viel Wind. Ja, wirklich. Flaches Land halt. Sehr viel Wind. Das sind wohl verfallene Hütten von früheren Hirten, wenn wir das richtig verstanden haben. Wenn man genau hinschaut, wirklich jeder Quadratzentimeter ist mit Pflanzen. Selbst die kleinste Nische wird ausgenutzt. Ja. Möckelmossen, das ist ein großer Parkplatz. Ihr seht, hier ist Parkplatz für PKWs. Und dort befinden sich dann auch mehrere Tische. Hier könnt ihr grillen. Also alles ganz toll gemacht. Ein WC? Ja, das kommt gleich. Auch wichtig. Infotafeln befinden sich auch dort und da ist das WC. Und Mülleimer. Noch vier Plätze, da haben sich zwei einen Platz geteilt. Vier Plätze für Wohnmobile sind dort vorhanden. Genau, und wir gehen mal ganz sicher davon aus, dass man da zumindest für eine Nacht stehen darf. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr auch einen Hasen. So schön wie der Sonnenuntergang war, aber ihr seht, der nächste Tag ist dann auch etwas verregnet. Aber die Landschaft braucht's. Aber es hielt nicht lange an. Öland ist schon als Sonneninsel bekannt und ja, wir hatten auch wirklich sehr gutes Wetter in der Zeit. Thank you.
Weiter geht es zu einem der prächtigsten Orte Ölands, Schloss Soliden. Dieses wunderschöne Schloss ist die Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie. Hier verbringt Königin Silvia mit ihrer Familie die warmen Monate des Jahres. Das Schloss, das Anfang des 20. Jahrhunderts im italienischen Stil erbaut wurde, ist umgeben von atemberaubenden Gärten, die in krassem Gegensatz zum kargen Teil Ölands stehen. Diese Gärten sind in verschiedene Themenbereiche unterteilt und bieten eine Fülle an Blumen, Bäumen und kunstvollen Anlagen. Besucher können durch die Gärten schlendern und dabei einen Blick auf das Leben der schwedischen Royals erhaschen. Wir sind gerade in Soliden. Soliden ist der Sommersitz der schwedischen Königsfamilie und wir können es verstehen. Es ist eine parkähnliche Anlage hier, verfügt über zwei Gärten, den englischen Garten und den Fuchsingarten. Und da stehen Kunstobjekte, die aussehen wie Fuchsien. Dann gibt es noch eine Fuchsie, da könnt ihr die Sprache wählen und euch ein bisschen Geschichte anhören. Ja, also wenn ihr hier seid, kommt vorbei. Es ist nicht allzu teuer. Und wenn ihr nicht kommen könnt oder nicht hier in der Nähe seid, dann viel Spaß beim Video. Ach ja, und eben habe ich auf einer putzigen Bank gesessen. Die zeige ich euch auch. Zum Rosengarten. Ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen, es ist kein englischer, sondern ein holländischer. Na, schauen wir mal. Thank you.
Und hier kommen wir zum legendären Café Torpet. Dort werden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Kaffee, Kuchen und Snacks serviert. Nur wenig entfernt vom Schloss Soliden erheben sich die imposanten Ruinen von Schloss Borgholm. Diese einst mächtige Festung wurde im Mittelalter errichtet und ist heute eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Ölands. Unser nächster Stopp ist die Südspitze Ölands, ein flaches Küstengebiet. Es ist schon faszinierend, wie das Landschaftsbild sich Richtung Leuchtturm doch ändert. Mit noch kleinen Büschen und Bäumen wird es immer karger. Hier befindet sich der Leuchtturm Lange Jan, der höchste Leuchtturm Schwedens. Man hat die Möglichkeit, den Leuchtturm zu besteigen. Wir hatten leider Pech, er war geschlossen, vielleicht war auch gerade Pause. Okay, aber da oben hat man mit Sicherheit eine traumhafte Aussicht über die Landschaft. Die Südspitze ist bekannt für ihre reiche Tierwelt. Besonders Vogelliebhaber kommen hier auf ihre Kosten, da die Südspitze ein bedeutender Rastplatz für Zugvögel ist. Und auch Robben und Seehunde kann man hier sehen, wie sie auf Felsen ruhen oder im Wasser spielen. Wir verlassen nun die Südspitze Öllands und machen uns auf den Weg gen Norden, denn wir wollen euch unbedingt noch etwas Interessantes zeigen. Auf unserer Entdeckungsreise über Öland machen wir Halt am Gräberfeld Gettlinge, einer der bedeutendsten historischen Stätten der Insel. Dieses Gräberfeld befindet sich im südlichen Teil von Öland und stammt aus der Eisenzeit etwa 500 vor Christus bis 1050 nach Christus. Es ist eines der größten seiner Art auf der Insel und umfasst über 200 Grabstätten. Die Gräber sind in verschiedenen Formen angelegt, darunter runde und ovale Steinsetzungen sowie imposante Hügelgräber. Besonders beeindruckend sind die Schiffssetzungen, die hier zu finden sind. Diese bestehen aus großen Steinen, die in der Form eines Schiffes angeordnet sind und die dienten vermutlich als letzte Ruhestätte für bedeutende Persönlichkeiten. Solche Schiffssetzungen sind typisch für die nordische Eisenzeit und deuten auf den starken maritimen Bezug der damaligen Bevölkerung hin. Auf dem Gräberfeld treffen wir natürlich auch wieder auf eine der noch 400 vorhandenen beliebten Ölandmühlen.
Hier, diese hügelige Landschaft spricht dafür, dass dort drunter wahrscheinlich Gräber vorhanden sind. Die sind bewachsen mit verschiedenen schönen Blumen, an denen sich die Insekten laben. Die Fahrt geht wieder zurück zu unserem Stellplatz in Feriestaden. Und der Besuch auf Öland geht langsam zu Ende. Ja, leider. Ja, schweren Herzens nehmen wir jetzt Abschied von der wunderschönen Insel Öland an der Ostküste Schwedens. Und unsere Reise durch Schweden soll ja weitergehen. Und was wir als nächstes entdecken, das erfahrt ihr in dem nächsten Video. Bleibt einfach dran, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Und hier sehen wir, die Sonneninsel, die liegt hinter uns. Und von da ab sollte das Wetter erheblich unbeständiger werden. Ja, eigentlich wollten wir in Kalmar ein Schloss besichtigen, aber das Wetter war wirklich so garstig, dass uns die Lust darauf vergangen ist. Und außerdem war es schon zu spät und wir hätten nur noch wenige Minuten gehabt. Ja. Und ehrlich gesagt, dazu war der Eintritt uns zu teuer.